Frage ist ja auch, man muss ja irgendwie darüber noch kommen. Weil auch diese Steine mit dem Kreis hier drin. Warte mal, wo war der Eingang jetzt? Wir mussten hier runter. Aber ich glaube, hier haben wir jetzt wirklich alles gesehen. Ich glaube nicht, dass wir hier noch hin müssen. Wieso ist der Nebel hier so drinne? Ich glaube nicht, dass wir hier noch hin müssen. Ich höre hier auch die ganze Zeit Schritte. Was ist denn da hinten? Waren wir da hinten schon? Hier war ich doch noch gar nicht. Ich muss mich besser umschauen. Ich muss mich eindeutig besser umschauen. Hier hinten war ich überhaupt noch gar nicht. Warte mal, komme ich von da irgendwie hinter das Haus? Ich will zu dem Haus da hinten. Ja, also ich weiß, dass da hinten noch was ist, wo ich noch hin kann. Ich will zu diesem Haus, aber ich komme da, nee, ich komme da nicht hin. Warum machen die es mir so schwer? Muss ich vielleicht doch erst da durch? Oh Gott. Ach, guck mal an. Die Statue habe ich ja doch gar nicht gesehen. Das ist irgendein Wikinger oder sowas. Mit einer Axt. Ja. Zu diesem doofen Haus hier drüben. Ich will zu diesem doofen Haus. Aber gut, wir gehen erstmal hier rein, beziehungsweise hier hoch. Hier. Aber hier können wir rein. Ring aus Birkenruten, Brüder. Ich fand einen Ring aus Birkenruten. Das ist sehr schön, aber... Natürlich komme ich hier so auch nicht rüber. Wie gemein, ich will aber zu dem Haus da. Da hinten geht es auch noch lang. Da geht es auch noch lang. Ah, mich krabbelt's an Hand. Mich krabbelt's! Können wir uns hier durchmogeln mit Crouching vielleicht? Nein. Es geht doch da hinten noch lang. Sehe ich schon wieder irgendwas nicht?
Guck mal, wie der Nebel da durchzieht. Das ist mega gruselig. Warum kann ich hier lang gehen? Zu dem Haus komme ich überhaupt gar nicht, ne? Hier ist alles zu. Wer schottet denn das Haus so ab? Es muss doch aber irgendeine Info geben, wo wir jetzt hin müssen. Ich habe keinerlei Route jetzt. Theoretisch weisen mir die Reflektoren den Weg, aber ich finde keine mehr. Dieses Haus hier. Komme ich nicht hier irgendwie doch noch von unten irgendwo hin? Hier ist eine Tür. Hier ist eine verdammte fucking Tür und ich habe sie nicht gesehen. Oh Gott, bin ich dämlich. Oh Mann. Da war doch aber vorhin keine Tür. Da war vorhin keine Tür. Es ist nicht so, dass ich blind bin. Es war keine Tür da, einfach so. Okay, ich bin gerade froh, dass es uns die so ein bisschen... Da wachsen auch überall so schöne Blümchen. Und überall diese Steine mit dem Loch drin. Die haben... Irgendeine Bedeutung haben die noch. Kommen wir jetzt vielleicht zu diesem anderen Haus? Nein. Mich auch mal ein bisschen abseits vom Weg umgucken. Was ist das hier? Ach, von hier sind wir gekommen. Okay, 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 okay. Ich gehe ja schon. Ja, ich folge dem Weg. Ist doch gut. Hier irgendwie hört sich das nach einem übelsten Gewitter an. Oh, das ist so Sommergewitter. Ich freue mich schon wieder so drauf. Sommergewitter ist so cool. Und vor allen Dingen, wenn sie abends sind. Ich finde, sie läuft im normalen Schritt ein bisschen zu langsam. Ist die Stadt. Du bist der große Baumstamm, ey. Oh Gott! Alter, ist das ein Speicherpunkt? Mirkstadt. Und wieder Ruhenzeichen. Das kennen wir aber schon. Das haben wir schon gesehen. Das könnte sein, dass das ein Speicherpunkt ist. Da hinten lädt der Bäumlein noch nach. Der Bäumlein lädt da noch nach. Das Bäumlein. Das hört sich an, als würde es draußen bei mir donnern, weil ich habe hier neben mir, das seht ihr vielleicht, genau das Fenster. Und der Donner kommt von der Seite. Und das hört sich an, als würde es bei mir gerade draußen donnern. Das Wetter sieht sogar danach aus, aber die Gewitter haben die eigentlich nicht angesagt. Deswegen. Espen!
can't be far ahead. Die können nicht weit sein, wir haben unsere Zeit gerade komplett vertrödelt in den Dörfern. Also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo was dazwischen finden. Großartig, weil bis jetzt war es immer an einem sehr, an einem Ort, der auffällig war. Also wie das Baumhaus. Hör auf damit! Das sieht gar nicht nach Gewitter aus. Die Sonne scheint noch. Da hinten sind Berge. Ich sollte mich irgendwie, ich habe das Gefühl, mich beeilen zu müssen. Die Neugierde ist zu groß, ich will nichts verpassen. Deswegen laufe ich trotzdem immer ein bisschen weg vom Weg. Jetzt kommen wir hier in so eine Höhle. Shit. The old bastard must have pulled the bridge across. Okay, ja, die Brücke hochgezogen. Too far to jump. I'll have to go. Ja, down. Dann machen wir das jetzt. Wir können jetzt hier lang. Oder aber auch da hoch. Da ist noch ein Seil. Und wieder so eine rote Schrift. Die haben gekämpft. Der, ist das der Tod da unten? Das Skelett? Okay, nee, hier ist nichts mehr. Dann können wir wieder zurück. Wie sie aber auch gleich davon ausgeht, dass es dieser Old Eric ist. Wenn das eine übelst alte Legende ist, wie alt muss der Mann denn dann jetzt sein? Oh, that's Espen's. Und seine Jacke. Oh nein. Coming. Will sie die Jacke nicht mitnehmen? Oh Mann, das tut mir so leid. Doch, ich glaube, sie hat es eingesteckt. Oder nur das Flasche. Ah, okay. Errungenschaft freischalter. There is no... Was? There is no I in denial. Ist das eine versteckte gewesen? Die habe ich vorhin bei Steam gar nicht gelesen. Die Ladebildschirme dauern auch immer ein bisschen lang. Ich muss mal gucken, dass ich die vielleicht ein bisschen rausschneide. Obwohl, der ging jetzt. Vorverweckt. Ach, sie hat die Tasche. Guck mal, sie hat die Jacke eingesteckt. Ja, damit man das sieht, guckt da sein Pixelbaum-Sonnenuntergang-Ärmelchen raus. Sie ist sehr verzweifelt. Wären wir aber als Mutter auch. Espen must be cold without his jacket. Vielleicht wird er ja auch einfach... When I saw Espen's jacket there on the ground, I felt like something inside me broke. I suddenly realized that this was really happening. He'd been taken from me. His coat, his little coat, lying in that dark place. I was his mother. I was supposed to protect him. He trusted me, and I let him down. As I had so many times before. His jacket was a symbol of my failure. I promised myself I would find him and I would bring him back. I just hoped that was a promise I could keep. Ich hoffe auch für dich, dass du das Versprechen halten kannst. Wir wissen gar nicht, wie unsere Protagonistin hier heißt, oder? Für die Taschenlampe die linke Taste drücken. Ah, okay. Brauchen wir jetzt aber noch nicht. Weiß nicht, ob wir irgendwie Batterie haben, die verbraucht werden kann. Momentan sehen wir noch relativ gut hier. Die Sonne scheint noch. Und es ist bisher auch nicht gruselig, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Es ist ja, wie gesagt, noch momentan hellerlichter Tag. Oder zumindest Dämmerung.
Noch ein See. Hier ist alles mit Seen voll. Die Grafik an sich ist so schön, aber diese Berge da hinten hätten sie auch weglassen können. Das sieht ja furchtbar aus. So, warte mal, war da noch was? Nee, dort sind wir ja nicht weitergekommen, ne? Da waren ja bloß Berge. Nee, gut, okay, okay, okay. Noch sehen wir genug. Ah, okay, Speicherpunkt. Hurswick. Thursfick? Fick. Thurswick? Ich habe keine Ahnung. Es wird langsam Nacht. Was bist du? Ich habe das Gefühl, ich sollte laufen. Rennen. Sollte ich die Taschenlampe ausmachen? Was ist das? Was mich wundert, ist, dass ich jetzt so lange nichts gefunden habe. Habe ich mich so schlecht umgesehen? Höhle, kommen wir da hoch? Was ist das? Über uns, oder? Fuck. Those are human. Lass mich doch hier rein, bitte. Oh, hier ist eine Notiz. Troll, Geschichten der Dorfbewohner. Verflucht sei diese Bestie und verflucht sei ich nah dafür, dass ich hier rein bin. Dachte, ich könnte vielleicht ein, zwei Hasen in der Trollhöhle finden. Schon tot und gehäutet. Hab nach der verdammten Kreatur Ausschau gehalten, bevor ich reingekrochen bin und sie war nirgends zu sehen. Narr! Ich hab ihn zu spät kommen hören, hat mich dabei erwischt, wie ich seine Beute gestohlen habe. Die Kreatur kam reingeschlurft, zog zwei Blöcke Schafe an den Beinen hinter sich her. Werd nicht lang genug leben, um rauszufinden, wie ich sie nicht haben kommen hören. Hat mich zweimal gegen die Wand geschleudert und die Schafe gefressen, während ich vor Schmerzen gestöhnt habe. Beine gebrochen, Kiefer ausgerenkt. Glaub nicht, dass ich's bis zum Morgen schaffe. Bis ihm wieder einfällt, dass ich hier bin. Was für ein Narr ich doch bin, wegen eines Hasen. Wer dies, meine letzten Worte findet, der sei gewarnt. Harbard. Okay, wir haben es hier drin mit einem Troll zu tun. Troll. But what? Können wir uns hier vor dem irgendwo verstecken? Ich sollte mich nicht zu lange hier liegen im Rippenbogen. Ich sollte mich nicht zu lange hier in dem Hellen aufhalten. Wir hoch. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt wieder zurücklaufen. Da vorne leuchtet was. Ein Teelicht. Wer stellt denn hier ein Teelicht auf? Da war Thursvik und da war Mai. Da war diese Stadtdings.
Noch mehr Teelichter. Oh, wie schön das Wasser einfach hier im Mondlicht glitzert. Was ist mit dem Mond passiert? Warte mal, ist es der Mond? Was ist mit dem Mond passiert? Hat der Troll dagegen gehämmert? I know how it sounds, but it's true. All of it's true. I can't explain it. I can hardly believe it, but it happened. The moon. When I was young, I found some photos of my parents in an old shoebox at their house. I was looking for Christmas presents. They looked so young and in love before I was born. I remember they didn't look like the people I thought I knew. There was something different about them I couldn't understand. I was lifting a veil, and I knew these pictures weren't for my eyes. The island was like that. The journals, the troll, the broken moon. I wasn't supposed to see those things. I was intruding on something secret, and I didn't belong there. Was ist denn das dort vorne? Das ist aber nicht der Troll, oder? Was ist das da vorne? Oder ist es ein Auto? Was zum Teufel ist das? Okay, der Nix. Es heißt, ein Nix laut in den Gewässern in der Nähe. Kann nicht behaupten, dass ich solche Märchen vor letzter Nacht Glauben geschenkt habe. Hab kleinen grasbedeckten Buckel im Wasser gesehen, der See ist für ungewöhnlich spiegelglatt. Als habe ich mir die Augen gerieben und nochmal hingesehen und ich schwöre bei den Göttern, dass ich ein paar Augen gesehen habe, die mich aus dem Gewirr angestarrt haben. Ich habe geblinzelt, aber dann war der Buckel mit einem Plätschern verschwunden. Ich bin erschaudert und habe mich wieder meiner Arbeit zugewandt. Aber dann habe ich ein Blubbern im Wasser direkt beim Ufer gehört und ein Klumpen unkrautartiger Ranken tropfend vor Matsch kam tastend aus dem See gekrochen. Ich bin zu meiner Hütte gerannt und habe währenddessen vor mich hingekrabbelt und mich gefragt, welch grauenhafte Kreatur wohl an diesen rankenden Fingern dranhängen mag. Es heißt, man kann ein Nix loswerden, indem man seinen Namen ausspricht. Der Gedanke daran, dass etwas einer solchen Kreatur einen Namen geben könnte, ist genug, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Dann ist das da draußen also ein Nix, oder was? Nein, 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 nein. Geh zurück! Geh doch bitte zurück! Oh mein Gott! Habe ich jetzt einen Jumpscare verpasst? Das wäre mega ärgerlich. Also ich bin ja weggerannt, weil ich jetzt dachte, der kommt da voll auf uns zugeschossen. Ah! Oh mein Gott! Das war bloß ein Stein, oder? Hör auf damit, Nix! Es ist von mir sehr mutig, mich hier einfach so hinzustellen. Ich gehe. Oh mein Gott. Oh, wir haben einen Reflektor gefunden. There's another reflector. Lisbeth, you're alive. Don't be scared. Eichhörnchenreflektor. I'm coming. Es ist dunkel, aber ich finde es nicht dunkel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob wir die Taschenlampe zwingend brauchen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Taschenlampe anhabe, werde ich schnell entdeckt von einem Troll, einem Nix, dem Erik oder dem Rabauken. Wie hieß der? Rakuten?